me. So, hallo und herzlich willkommen zurück. Der erste Tag ist jetzt vorbei. Ich habe gestern die Karosserie hier abgeklebt. Und ja, habe hier natürlich auch erstmal wieder ein bisschen staubdicht hier in die Hülle reingemacht, damit da nicht so viel Staub drauf kommt. Ja. So sieht das Ganze jetzt aus. Alles abgeklebt. Mit Verlauf von vorne nach hinten, also dass vorne die Vierecke weit zusammen sind und hinten auslaufen. Ja, und dann fange ich gleich an und lackiere die erstmal schwarz. Und dann würde ich, sagen, sehen wir uns gleich wieder. Allerdings kann ich das jetzt nicht draußen machen, weil es draußen schneit. Und deswegen mache ich das dann hier im Keller, wo es sowieso etwas wärmer ist. So, ich habe jetzt hier die ersten zwei Schichten drauf. Also es scheint natürlich noch durch, weil es auch erstmal zwei Schichten jetzt sind. Und ja, ein kleines Problem ist mir schon aufgefallen, und zwar irgendwie halten diese Scheibenaufkleber da für die Lichter nicht ganz vorne. Da ist jetzt ein bisschen Farbe drunter gelaufen, also ich muss mal gucken, ob ich es nachher irgendwie wieder wegmache, wie ich das wegkriege und so, muss ja mal gucken. Aber sonst ist eigentlich bisher alles ganz gut gelaufen. Ja, hier sieht man noch gut die Vierecke, das passt alles. Ja. Dann muss ich mal gleich die nächste Schicht drauf hauen und ich werde jetzt nochmal hier ein bisschen föhnen, damit es ein bisschen schneller trocknet und ja. So, jetzt ist die Karosserie schon mal komplett schwarz. Und ja, jetzt werde ich anfangen hier vorne die ganzen Vierecke abzumachen und werde die dann in hellblau sprühen. Und dann entferne ich erstmal jetzt hier die ganzen Vierecke. So, ich habe jetzt hier schon mal vorne das hellblau gesprüht, schon mal ein bisschen. Sieht schon mal recht nice aus. Und jetzt muss ich nochmal hier an den Seiten diese zwei Teile abmachen, um den Übergang von blau zu pink schon mal hinzukriegen. Und ja, vielleicht mache ich auch noch hier schon mal ein paar ab, dass ich schon mal eine Schicht in hier pink habe. Mal sehen. Aber ich glaube, ich werde es erstmal mit den zwei hier vorne noch machen. Nur so als kleines Update jetzt. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich dann, schätze ich mal, das komplette Blau und Pink drauf habe. Dann bis gleich. So, ich habe jetzt das Pink auch drauf. Und ja, ich kann euch ja mal schon mal zeigen, wie das jetzt momentan aussieht. Und zwar sieht das von innen so aus. Ja. Gut. Ah, jetzt geht der Fokus, glaube ich. Ja, hinten halt das Pink. Und von außen sieht das schon richtig schön schick aus, mit einem Verlauf hier in der Mitte auch so ein bisschen von blau nach pink. Und ja, jetzt als letztes wird unten werden nochmal von unten so ein paar Schichten weiß drauf kommen als Schutzschicht und auch noch, damit das hellblau und das pink noch stärker durchkommen. Und ja, dann lackiere ich das jetzt nochmal komplett weiß von unten und dann sehen wir uns dann.